So, willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Ich versuche mal gegen den Mephisto hier anzustinken. So. Ich hoffe, ich mache das jetzt besser als gerade in der Partie. Meine, habe ich aber ADS entwickelt. Verdammt nochmal. Ich sehe irgendwann nur noch matt. Freue mich, Damen gewinnen. Aber meiner war ja auch weg. Meine Güte, kotzt mich das an. Mann. Erbärm und Lich. Okay. Springer raus. Dame B3 hatte ich gerade gemacht. Jetzt weiche ich ab. Mann, das macht mich so girre hier. Die war so gewonnen. Zumindest sah es sehr gut aus. Und was mache ich daraus? Nichts. Nüsse, nichts. Mann, ich hasse mich so sehr. Okay. Wenn er nimmt, nehme ich mit dem... Ja, muss ich mit der Dame nehmen? Was will ich denn mit dem Bauern? Was will ich denn nehmen? Mit dem Springer? Spiele ich gegen MM4? Okay, what can I do in this position? Ich könnte nehmen, will ich aber nicht. Ich ziehe mal den Turm hier rüber, damit er endlich aus diesem Pin rauskommt. Mann, ich hasse mich so sehr. Damentausch will ich natürlich nicht unbedingt anstreben hier. Das sah so gut aus. Und dann schmeiße ich alles mit einem verdammten fucking Zug weg. Übrigens, ich druck gleich Matt hier die Punkte. Okay. Ich. Ja, auch nicht die. Ich tausche erstmal weg. Der darf auch abhauen. Mann, ich bin so erbärmlich. Und dann stelle ich noch die verdammte Figur hinterher. Mann. Jetzt sehe ich das mit dem Damentausch nicht. Und kurze Zeit später stampfe ich die Partie endgültig ein. Ist nicht mehr wahr. Ja, da sehe ich den Läufer schon dahin schlagen. Okay, es droht dieses Schach. Das würde einfach die Figur gewinnen. Deswegen muss er weg. Ich muss irgendwie auf Gegenspiel spielen. Aber der Springer hat keine Zukunft. Das ist das Problem. Ich habe keine schwarzen Felder. Sonst würde ich irgendwie versuchen, den Springer hier rüber zu kriegen. Wo auch immer. Oh Mann, was soll man sagen? Gegen wen spiele ich eigentlich? Natürlich gegen Porteros 32 Bitos. Und das Problem ist, ich kriege den Springer nicht rüber hier, weil der ganze Läufer die ganze Diagonale beherrscht hier. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit irgendwelchen Springerwitzen hier gleich... den kannst du nicht nehmen. Also, eins muss man sich wirklich hinter die Ohren schreiben. Wenn so ein Computer hier irgendwie einzügig scheinbar etwas hinstellt oder scheinbar eine Figur verliert oder solche Sachen, das kannst du vergessen. Das ist nicht Friedrich von nebenan oder Friedrich aus dem Verein, aus der fünften Mannschaft. Wenn der was einstellt hier, dann hat das schon seine Berechtigung. Aber was soll ich denn jetzt hier machen? Springer G6, E7, Turmschach, König H7 und dann Springer irgendwas. Eigentlich kann ich es ja wegschmeißen. Ich sehe da keinen Sinn hier drin. Okay, ich will jetzt alle Bauern einstellen. Zumindest hat man zum Blitztraining hier wirklich die. Ich kann ihn nur nicht mal nehmen, den Bauern. Das muss ich erstmal schriftlich beantragen. Ich würde ja irgendwie versuchen, den Springer nach F6 zu kriegen. Und dann, ich weiß ja auch nicht, aber wie soll das gehen? Wenn er F4 macht, kann ich Springer G4 ziehen, macht er aber nicht. Na!
Ich würde den Springer wirklich gerne nach F6 kriegen. Wenn ich hier hinziehe, ich habe noch nicht mal Abzüge. Dann kriege ich dieses Springerschach und dann dieses Springerschach. Ah, das bringt auch nichts. Was will ich eigentlich da? Ich ziehe mal den hier. Ich müsste mit dem König mal ein bisschen rankommen. Und dann hier und dann hier. Ich kann nur noch hoffen und beten. Hoffen und beten. Lässt er sich. Was droht denn? Ich gebe jetzt das Turmschach. Okay, dann zieht er hier hin. Dann gebe ich das Turmschach. Dann zieht er hier hin. Matt! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen gegen Mephisto 32-Bit. Ich habe gewonnen. Ich habe es immer gewusst. Ich habe immer auf mich geschworen hier. Ich weiß nicht, warum er abgelost hat. Er hat übrigens so schnell gezogen, weil er beschleunigt war. Auf das Zehnfache. Deswegen hat er schneller gezogen. Der Lipo musste dann aber auch schneller reagieren. Ich habe gewonnen, Lipo. Ich habe gewonnen, Leute. Tschüss, bis zum nächsten Video. Was hat so einen Daumen hoch verdient gegen Mephisto 32-Bit auf Risiko zu gewinnen? Es war zu viel Risiko. Ein bisschen Material weniger. Tschüss, bis zum nächsten Mal.